Hallo und willkommen zur 18. Ausgabe vom Dick Preußen. Heute wieder mit dem Jens. Hallo Jens. Ja, hallo. Und letztes Mal haben wir ja über sein Crowdfunding gesprochen. Darum wollen wir heute noch ein bisschen weiteres nachholen. Es läuft ja inzwischen, ich würde sogar sagen, ganz erfolgreich, oder? Ich kann mich nicht beschweren, nö. Gut. Und dann haben wir gedacht, ne, sprechen wir doch mal generell über Crowdfunding. Warum, wieso, weshalb, warum jetzt, warum ist es, machen wir es so viel? Und jetzt fangen wir erstmal an, die schwarze Katze. Es ist jetzt bei, also heute ist Freitag, der 1.2.2019, kurz vor 10. Und es sind 732 Unterstützer und 106.431 Euro. Tja. So die klassische Frage, die jeder stellt, wie geht es dir damit? Wie soll es einem damit gehen? Also ich freue mich sehr, also ich freue mich tatsächlich über die Zahl der Unterstützer mehr als über die Summe. Also ich freue mich auch über die Summe, so ist es nicht. Aber das ist für mich eigentlich als Autor interessanter, weil das bedeutet, dass mindestens 732 Leute der Meinung sind, Geld auszugeben, damit sie mich lesen können, um das mal so zu formulieren. Und das ist natürlich erst einmal für einen Autoren, der sag mal, ein inhaltliches Sendungsbewusstsein hat, also gelesen werden möchte, natürlich eine schöne Sache. Ne? Also die Summe selber spielt für den Verlag, glaube ich, eine größere Rolle als für mich. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben ähnliche Sachen. Aber du hast wunderbar auf diese doofe Frage, weil ich finde, das ist irgendwie eine doofe Frage. Ich habe sie trotzdem gestellt. Ich glaube, die richtige Frage ist, wie viel erwartest du noch? Da hast du so viel erwartet? Das ist genauso blöd. Ich weiß nicht, wie man sowas fragt, wenn sowas erfolgreich ist. Also es gibt da zwei Punkte. Es gibt das, was ich erwarte und das, was ich will. Das geht normalerweise nicht Hand in Hand. Ich möchte, dass es am Ende in der Summe mehr ist als das Havina Crowdfunding. Das lag aber am Ende irgendwo bei, ich glaube, 190.000 und 1.500 Unterstützer. Und das wird nicht passieren, aber das ist kein Grund, es nicht zu wollen. Aber meine Erwartung ist von der Summe her, also es gibt so eine Faustformel, dass ein Drittel im ersten ein, zwei Tagen kommt, ein Drittel dazwischen und an den letzten zwei Tagen nochmal ungefähr ein Drittel. Von daher schätze ich, dass wir irgendwo bei 160.000 rauskommen. Vielleicht mehr, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen tatsächlich, weil da ja durch die immer mehr freigeschalteten Stretch Goals, eben Zusatzprodukte, Stretch Goals, die man halt zusätzlich kaufen kann, wie eben jetzt den Sack, ja den Rucksack, den ich sehr schön finde, oder das Stofftier oder die Karten und so weiter und so fort. Da kommt ja einiges zusammen und dadurch verschiebt sich das alles so ein bisschen. Also man kann das immer sehr, sehr schlecht sagen, wie das nachher wirklich aussehen wird. Aber summa summarum glaube ich, sagen zu können, dass es ein sehr solider Erfolg ist. Ja, ich habe nochmal geguckt. Havena waren 1.525 Unterstützer und 196.287. Genau, das müsste sich also dann nochmal verdoppeln und das wird es in den letzten 6 Tagen mit Sicherheit nicht. Aber wie gesagt, das ist eher so eine Ego-Sache, dann zu sagen, ich möchte gerne mehr haben. Wo ich wusste von vornherein, dass es nicht klappen wird, aber der Wunsch darf bisweilen der Fall des Gedanken sein. Das auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt schon mal dein Crowdfunding. Warum oder was ist deine Meinung? Warum setzen in letzter Zeit viele Rollenspiele auf Crowdfunding, auch für bestehende Produktlinien? Vielleicht erstmal andersrum, warum nicht? Und warum sie es nicht tun, ist, weil sie sonst ihre Sachen nicht finanziert bekämen. Das ist zwar diese Idee, also die ursprüngliche Idee beim Crowdfunding war ja irgendwie mal, dass man eine Idee hat für ein Produkt oder eine Geschäftsidee allgemein und man findet niemanden, der das finanziert, keine Bank, kein Investor. Also lässt man quasi so alle, oder die Crowd, also die Gemeinschaft, die Gesellschaft als Investor ran, dass also jeder so eine kleine Summe beisteuern kann, weil er an diese Idee glaubt. Das hat aber zumindest
bei den Crowdfundings Verlagen gemacht werden, ob es jetzt Ulysses ist oder Uhrwerk oder international gibt es ja auch sehr viele, die in die Richtung gehen. Das hat damit eigentlich relativ, oder, also ich kenne das natürlich die Zahlen der anderen nicht, aber es würde mich, sagen wir mal so, es würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn das eine ernste Rolle spielen würde. Das mal vorweg, weil man immer diese Vorstellung hat, dass das zwar der Zweck ist, aber es macht deswegen kaum mal jemand, außer Privatpersonen vielleicht. Aber selbst da kann man sich dann fragen, wenn ich ein Rollenspiel privat rausbringe, selbst Verlag, und ich mache davon, ich habe keine Ahnung, 50 Stück oder 100 oder so, ob man das nicht auch so gestemmt bekäme. Warum man das stattdessen macht, hat für Verlage, glaube ich, wenn man das so ein bisschen runterbricht, drei relativ gute Gründe. Und zwar einmal zur Einschätzung des Marktes, dann als Reaktion auf den immer stärker werdenden Onlinehandel und zu guter Letzt schlicht und einfach wegen der Sichtbarkeit des Produktes und überhaupt des Rollenspiels. Ich glaube, Ulysses hat es ja auch mal selber gesagt, dass es ein Happening ist. Ja. Dieses Crowdfunding. Es gibt so diesen schönen neudeutschen Managerbegriff des Events, ist halt ein, aber das ist schon richtig. Da geht es eben dann beim dritten Punkt um die Sichtbarkeit. Die Herausforderung, glaube ich, für die Rollenspielverlage ist, dass ihre Fans, ihre Zielgruppe und dann entsprechend dann auch früher, später ihre Kunden, sehr divers sind. Also es gibt jetzt keinen Punkt, an dem man einen Großteil aller Rollenspieler erwischt, thematisch. Ja, also die machen nichts sonst, wo man sagt, da treffen sich viele Rollenspieler. Das ist klar bei Facebook in irgendwelchen Gruppen oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so wie bei LARPern. LARPer gehen auf LARPs. Ja, da weiß ich, LARPer werden vermutlich früher oder später auf einem der größeren oder kleineren LARPs aufschlagen. Das ist bei Rollenspielern nicht so, weil die das halt zu Hause machen. Ja, das ist also dafür, wenn ich ein neues Produkt habe und ich möchte, dass Leute wissen, dass das da ist, ist das ein Problem. Ja, weil ich erreiche die halt sehr schlecht. Es gibt genug Rollenspieler, die zu Hause spielen, die treffen sich seit 20, 30 Jahren. Ja, und alle paar Jahre gucken sie mal, was Neues ist, irgendwo in einem Spieleladen vielleicht oder so. Aber sonst haben die keinen großen Kontakt, denn es ist auch egal. Ja, die wissen meistens gar nicht, welcher Verlag da gerade was macht. Die haben halt ihr Spiel, ob es DSA ist oder Shadowrun oder was auch immer, ja, Pathfinder oder sowas. Und das kriegen die gar nicht so ohne weiteres mit. Und es ist so, Sichtbarkeit zu erzeugen, ist halt richtig teuer. Und da sind ganz andere Leute im gleichen Schwimmbecken zugange, die sichtbar werden wollen. Also das sieht man, jeder Mensch, der über die Straße geht und Werbung sieht, weiß, was gemeint ist. Ja, man wird halt mit Werbung zugeschmissen. Und da kann ein Rollenspielverlag, die ja halt mit sehr kleinen Margen arbeiten, überhaupt nicht gegen an. Ja, also das heißt, einfach so flächig irgendwie drüber regnen geht nicht. Die Zeiten, als was ich zu Schmidt zum Beispiel, bei Schmidt Spiele, als man noch die Möglichkeit hatte, einfach über die schiere Marktmacht als Brettspielfirma irgendwelchen, was ich, Karstadt zu sagen, wenn ihr jetzt, wenn ihr 100 Mensch ärgerlich haben wollt, müsst ihr auch 10 das schwarze Auge nehmen, gibt's auch nicht mehr. Sowas in der Form funktioniert nicht. Ja, man kommt auch nicht mehr in die großen Buchhandlungsketten rein, weil die lassen sich auch bezahlen, wenn man da Fläche haben will. Ja, und die überlegen sich auch, will ich da jetzt irgendwie einen Buchmeter Rollenspielsachen haben oder lieber einen Buchmeter Lebensberatung oder historische Krimis oder sowas. Die verkaufen sich vermutlich mit einer viel höheren Rotation. Das heißt, die machen viel mehr Umsatz damit in der gleichen Zeit. Das heißt, sowas, wie man sich das so vorstellt, klappt halt nicht. Und Crowdfunding hat jetzt die große Stärke, dass es einerseits eben so ein Event ist, also ein sehr zeitlich klar umgrenzter Moment, wo was passiert, wo was Cooles passiert. Und es hat halt, wenn es gut läuft, einen Kaskadeneffekt. Das heißt, die Leute, die mitmachen, die finden das cool, die reden darüber, die wollen auch, dass andere Leute mitmachen, weil dann gibt's mehr Stretch Goals und mehr coole Sachen. Und daher wird das kommuniziert, die Leute reden darüber und die teilen das auch über Facebook, Twitter, keine Ahnung, Snapchat, was das ja alles momentan so läuft, Discord und so weiter.
Dadurch hat man halt einen sehr guten Sichtbarkeitseffekt. Ja, das, also es geht jetzt nicht darum, Marketing im Sinne von Gebrauchtwagenverkauf zu betreiben, also irgendwelchen Leuten was aufzuschwatzen, sondern überhaupt es zu schaffen, dass Leute wissen, dass es ein Produkt gibt. Ja, und damit als Nebeneffekt auch Leute, die vielleicht noch nicht Rollenspiel gemacht haben, darauf hinzuweisen oder Leute, die früher Rollenspiel gespielt haben, daran zu erinnern, ach, da gibt's ja noch was. Ja, und das vielleicht dann den Wunsch erweckt, noch mal wieder zu spielen. Aber schreckt man nicht die Leute, also ich glaube andersrum. Ich würde jetzt die These aufstellen, dass Neueinsteiger an so einem Crowdfunding doch gar nicht erst teilnehmen würden, oder? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber sie sehen, dass es das gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was, das ist schon ein Problem fürs Rollenspiel. Weil es in den Medien sehr schlecht transportierbar ist. Zumindest in den klassischen Medien. Also wenn man, klassisches Beispiel, wenn man jetzt eine Rollenspiel-Convention hat, ja, und da ist die Lokalpresse und die sollen da Fotos machen. Dann fotografieren die keine Rollenspieler, die fotografieren LARPer oder Cosplayer, weil die sehen cool aus. Ja, aber vier Leute, die an einem Tisch sitzen und irgendwas Unverständliches reden, das ist medial nicht sexy, das sieht kacke aus. Die Fotos sehen scheiße aus, das Videomaterial sieht scheiße aus, das will niemand sehen. Und das ändert sich momentan so ein bisschen, wenn man sich anschaut, Rocket Beans und Konsorten, also im YouTube-Bereich, Let's Plays und sowas. Da geht die Sache jetzt aktuell wieder so ein bisschen hin. Aber ansonsten klassische Medien schwierig, sage ich mal. Aber deswegen, dann sieht man mal hier, es gibt doch die schwarze Katze, man wird das vermutlich nicht kaufen, aber vielleicht guckt man sich's an oder fragt irgendwie seinen Kumpel, der es gepostet hat, hör mal, was ist denn das? Ja, und ja, habe ich mal von gehört, weil viele Leute kennen Rollenspiele, zumindest vom Hören, die haben das irgendwo, und wenn es nur irgendwie bei Big Bang Theory ist oder irgendwie sowas, ja, und sagen, ja, finde ich eigentlich ganz witzig, finde ich ganz interessant, würde ich gerne mal ausprobieren. Und da muss man natürlich dann auch schon irgendwie die, oder sollte man, wenn man Rollenspielmissionar ist, so wie ich, sollte man halt versuchen, dann da irgendwie einen Fuß in die Türe zu kriegen. Ja. Okay. Du hast ja gerade schon von den Rocket Beans gesprochen. Du warst ja, ist jetzt vielleicht nicht direkt Crowdfunding, aber so teilweise glaube ich schon. Die haben ja ein eigenes Rollenspiel oder entwickeln ein Rollenspielsystem. Mhm. Und jetzt, glaube ich, die zweite Version oder so, wie war das? Du warst ja auf jeden Fall dabei, erzähl mal. Bei dem letzten Entwicklungsphasen-Live-Mitschnitt. Ach das, ach so. Ja, die haben, also es gibt zwei größere, also die, fangen wir mal klein an. Also Rocket Beans TV, für die, die es nicht kennen, ist ein Internet-Fernsehsender über Twitch und YouTube, die ursprünglich und auch hauptsächlich immer noch viel zum Computerspiele streamen, also wenn sie selber spielen, da Berichte drüber machen, aber auch Sachen, die so drumherum so ein bisschen Nerdkulturmäßig, kann man das sagen, wobei das ja schon wieder irgendwie so ein bisschen schimpfwortartig klingt, aber halt schon sowas in die Richtung. Ja, die machen auch haben auch Tabletop-Sendungen und so, und die haben auch mehrere Pen and Paper-Runden, die sie halt wirklich auch schön aufarbeiten, auch technisch gut machen und die auch zeigen. Die sind natürlich mehr auf Unterhaltung gebaut. Also, was auch nicht verkehrt ist, meiner Meinung nach. Die sind jetzt also jetzt nicht so die klassischen Leute, die das sehr, sehr ernst nehmen und da tiefgehendes Charakterspiel treiben, sondern das ist halt ein Unterhaltungsprogramm, was sie da machen. Und die haben jetzt vor ein paar Monaten ihr eigenes Rollenspiel als Vorbestellaktion gemacht. Die haben irgendwie innerhalb von 12 Stunden 5.000 Stück verkauft und haben jetzt irgendwie nochmal eine Charge hinterhergesetzt. Und das war, glaube ich, über Hauke, also deren Spielleiter. Und aktuell ist Florian Will, den kann man auch von Florentin. Ja, ich bringe mir durcheinander, es tut mir schrecklich leid, weil mein Namensgedächtnis einfach unglaublich schlecht ist. Florentin Will ist, den kann man kennen von Neo Magazin Royal, der Beefträger. Genau. Der macht auch eine Rollenspielrunde und der hat auch vorher schon mal eine gemacht. Das war irgendwie Tiere verhindern den 11. September. Das war schon von der Grundidee sehr bizarr und sehr lustig. Und er ist jetzt wieder dran mit sowas Harry Potter-artigem. Und da war ich tatsächlich bei ihm, quasi habe ich mit ihm zusammen so ein bisschen an seinen Regeln rumgeschraubt.
Was auch ganz interessant war, glaube ich. Kann man auch bei YouTube finden, glaube ich. Bei Rocket Beans im Hangi, glaube ich, ist das. Ich will noch mal auf, jetzt springe ich wahrscheinlich ein bisschen, aber noch mal aufs Crowdfunding zurückzukommen. Mhm. So ein Crowdfunding zu unterstützen, da gibt man ja um einiges viel mehr Geld aus, als man sonst für nur das Regelwerk ausgegeben hätte und für die einzelnen, wahrscheinlich insgesamt für die Produkte bist du zwar insgesamt günstiger, aber du musst es ja halt auf einem Stück rausbringen. Hast du so eine, also der Grund für den Verlag ist ja praktisch das vorzufinanzieren. Nein. Auch bei bestehenden Produktreihen. Nein, habe ich vorhin gesagt. Die Vorfinanzierung in der Form spielt für einen Verlag keine große Rolle. Das ist für Privatleute, wenn die das selber irgendwie machen wollen, ja, ist das ein Thema. Aber ich bezweifle, dass ein Verlag wie Ulysses ein Produkt wie die Schwarze Katze über Crowdfunding vorfinanzieren muss. Das ist halt nicht der Grund. Das ist ein wichtiger Punkt bei Crowdfunding im Rollenspielbereich. Mhm. Okay, sorry, das hast du erwähnt. Aber ist nicht schlimm. Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Ja, alles gut. Okay, also es ist einfach nur die Aufmerksamkeitsschiene, die man dadurch macht. Das ist eine. Also die Sichtbarkeit zu erschaffen ist ein Punkt. Es gibt noch zwei weitere. Das eine ist das Einschätzen, wie gut das Produkt läuft. Das gilt gerade für Sachen, die neu sind. Ja, genau. Also die Marge sozusagen, also nicht Marge, die Auflage. Genau. Das ist halt ein relativ buchhalterisches Problem, kann ich sagen. Ja, also wenn ich, was ich, ein Produkt habe, so ein Rollenspielbuch, und ich bringe davon 1000 Stück auf den Markt und ich verkaufe davon in einem Jahr 800, habe ich halt ein Problem. Ja, weil dann 200 davon im Lager liegen und das ist dann quasi Todes Kapital, da komme ich nicht dran. Und wenn ich die nicht verkauft bekomme, dann mache ich Verlust. Und ich habe tatsächlich mal vor, das ist schon echt ewig her, noch bei FanPro war das, habe ich einmal erlebt, wie die ihr Lager aufgeräumt haben. Und da haben die, das waren irgend solche so relativ dünne Bücher von, ich glaube, Hahnmaster, die deutsche Übersetzung von Hahnmaster, irgendwelche Sachen aus den 80ern in großen Rollcontainern weggeschmissen. Also die hatten tatsächlich mehrere Papiercontainer voll mit Büchern entsorgt, was natürlich dem Bibliophilen das Herz bluten lässt. Aber das ist halt so, wenn du weißt, ich habe seit 10 Jahren liegen dieser Kram im Lager rum und ich krieg's nicht verkauft, dann ist es sowieso nichts wert. Also nur weil ich dafür Geld bezahlt habe, heißt es ja nicht, dass es das immer noch wert ist. Also haben es irgendwann entsorgt. Und das ist natürlich eigentlich ein ziemlicher Knieschuss, ja, weil du damit nicht nur keinen Gewinn machst, den du brauchst, für Miete und Mitarbeiter und dem üblichen Kram, sondern du musst auch noch miese dabei. Ja, das heißt, du darfst halt nicht zu viel produzieren. Wenn du zu wenig produzierst, ist es auch blöd, weil A, verlierst du Umsatz damit und B, sind die Kunden dann, also die Fans, die Spieler, ein bisschen pisst, weil nicht jeder das haben kann. Ja, und dann gehen bei eBay irgendwie die Preise irgendwie hoch zu irgendwelchen Fantasiepreisen, wo Leute das für das Zehnfache verkaufen und sowas. Und das schafft ja auch Unzufriedenheit und das muss ja auch nicht sein. Und so ein Crowdfunding zeigt erstmal, wollen die Leute das Ding überhaupt haben? Ja, was ja auch vorkommt, dass es nicht klappt. Es gibt ja auch Crowdfundings, jetzt nicht unbedingt bei Ulysses, aber bei anderen Verlagen oder bei Privatleuten, die dann feststellen, okay, war wohl doch nicht so geil. Fand ich jetzt vielleicht eine super Idee, aber andere nicht. Ja, und dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man ausgebremst wird, bevor der ganze Kram in Druck geht, als danach, weil sonst habe ich nämlich den Keller voller Bücher. Aber es bedeutet doch eigentlich im Umkehrschluss, dass die Anzahl der Crowdfundings noch exponentiell steigen wird, oder? Also wir werden es ja nicht mehr los. Nö, das ist sowieso. Also es ist jetzt ein Effekt, auch wenn man das, also ich kann verstehen, dass jemand bei Crowdfundings nicht mitmacht. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten, weil ich allgemein Dinge ungern im Internet kaufe. Das ist aber, das hat jetzt nichts mit Crowdfundings zu tun. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber das ist durchaus eine Trendbewegung, bei der es vermutlich auch nicht sehr, also wo man mittelfristig einfach sagen muss, ja, so ein bisschen wie Onlinehandel. Also vor 20 Jahren war auch die Diskussion,
wozu brauche ich irgendwie, keine Ahnung, eine Homepage damals noch? Ja, man kann mich doch anrufen. Ja, und Fax schicken. Ja, kann Fax schicken, dann kriegen die Sachen, Leute ihre Sachen. Sollen die mal Fax schicken und Überweisung und gut ist. Ja, und es gab Leute, die haben was gemacht und die gibt's halt in der Form nicht mehr. Ja, weil das die Kunden halt woanders hingehen. Kunden gingen zu Amazon. Mhm. Glaubt der deutsche Buchmarkt allgemein, ich habe das mal letztens gelesen, ich glaube 50% aller Bücher geht mittlerweile online raus oder irgendwie sowas. Und gerade Amazon ist natürlich da der Gigant, ja. Und wenn die halt sagen, nö, wollen wir nicht, dann hat man halt ein Problem als Händler, ne? Beziehungsweise als Verlag. Womit wir auch zu einem anderen Punkt kommen, auch nicht ganz unwichtig ist bei Crowdfunding, nämlich genau diese Frage: Wie gehe ich denn mit Amazon um? Amazon ist das egal. Der deutsche Rollenspielmarkt ist so winzig, ja, also wahrscheinlich machen die mehr Geld mit Kaffeepads als mit Rollenspielbüchern. Hm. Und Klopapier. Leute kaufen ja alles bei Amazon mittlerweile. Ja. Und das ändert sich auch nicht. Also man kann sich sagen, Leute, kauft bei Händlern, ja, support your local dealer und so, kann man machen, aber das wird den globalen Trend zum Onlinehandel nicht ändern. Das heißt, man muss damit halt irgendwie klarkommen. Und das Problem ist halt, dass Amazon in der Lage ist, klare Ansagen zu machen. Die sagen halt, und also normalerweise ist es so, als Beispiel, das ist ein hypothetisches Beispiel, normalerweise ist es so, wenn ich ein Buch verkaufe, als Verlag, das ist jetzt nicht nur im Rollenspielbereich so, dann gehen irgendwie eine Marge von, ich glaube, etwa 50% an den großen Einzelhandel. Das heißt, von einem 40-Euro-Buch bekommt der Verlag überhaupt nur 20 Euro. Da geht dann alles runter, Steuern und Mieten und so weiter. Und jetzt kann Amazon sagen, ja, können wir gerne machen, aber wenn du mir 53% gibst, dann wirst du auch vernünftig gelistet. Und wenn du mir 55% gibst, dann wird dein Produkt auch vorgeschlagen, als haben andere Leute auch angeguckt als, ne? Kennt man bei Amazon, ja, dass es dann drunter steht. Dieses Produkt wurde auch, ne, haben auch andere Leute dann gesehen und so weiter und so fort. Ja, gesehen, gekauft. Genau, kann man ja auch abschalten, so ist es ja nicht. Und hast du halt wenig Chancen gegen, weil die eben eine unglaublich zentrale Marktmacht haben. Und Crowdfunding, auch da ist durchaus ein Versuch, dieses Problem zu umgehen, weil lösen kann man das nicht. Nicht als kleiner Verlag, da hast du keine Schnitte. Aber du kannst halt überlegen, was mache ich denn jetzt? Ja, will ich dem denn diese Margen und diese ganzen Zusatz-Goodies etc. geben? Wie schaffe ich es, mein Produkt ohne Amazon an meine Kunden zu bekommen? Am besten direkt. Ja, also am besten wäre es, man würde einfach in einem Lieferwagen mit einer Druckmaschine durch die Gegend fahren, den Leuten das quasi in die Hand drücken. Ja. Ja. Und da sind wir eben wieder beim Crowdfunding, weil das eine direkte Verbindung schafft zum Kunden. Das heißt, der geht nicht zu Amazon oder noch schlimmer, der geht zuerst zu einem Händler vor Ort, guckt sich die Sachen an, lässt sich ausgiebig beraten und bestellt es dann online. Was ja nicht unwahrscheinlich ist, was durchaus vorkommt. Ja, das ist halt wirklich Worst Case für den Lokalhandel, für den Einzelhandel. Jetzt ist natürlich Crowdfunding für den Einzelhandel auch so ein bisschen Kacke. Ja, weil auch für die, auch die sehen halt jetzt, die Verlage versuchen jetzt, ihre Kunden direkt anzusprechen, ist für uns blöd. Was nachvollziehbar ist. Das ist halt Kollateralschaden sozusagen, weil die Verlage versuchen, dieses Problem irgendwie auf die Reihe zu kriegen, was halt wirklich drängend ist. Und aber könnte man das nicht zum Beispiel mit dass Händler auch mit crowdfunden können? Gibt es teilweise. Also ich habe in Amerika vor allem habe ich oft gesehen, dass es da diese Händler-Packages gibt. Das habe ich jetzt im deutschen Crowdfunding so noch nicht gesehen. Zumindest ist mir noch nicht aufgefallen. Es gab es ein paar Mal. Ich habe es ein paar Mal gesehen, auch bei deutschen Sachen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das sehr schlecht angenommen wird. Also Händler machen das halt einfach nicht. Und da muss man dann halt sehen, natürlich ist der Einzelhändler, also gerade der ob das jetzt ein Comicladen ist oder ein Rollenspielladen oder allgemein ein Spielladen, das ist eine super Sache. Ja, das muss man schon mal von vornherein sagen. Das ist immer noch ein Rückgrat der
der Spielekultur, sage ich mal. Sowas wie, keine Ahnung, der Mage Store in Düsseldorf zum Beispiel, da war ich früher oft. Ja, habe ich viel zu wenig eingekauft. Ultra Comics in Nürnberg. Zum Beispiel. Es gibt in jeder größeren, auch vielen kleineren Städten wunderschöne Anlaufpunkte. Einfach mal gucken, einfach mal hingehen, trifft man nette Leute. Und da muss halt jeder Verlag, wenn ihm das wichtig ist, sehen, wie er damit umgeht. Bei Ulysses kann ich zum Beispiel sagen, das habe ich so am Rande mitbekommen, die haben ein Programm für Händler, wo sie bevor der Verkauf von bestimmten Produkten losgeht, Vorexemplare zuschicken. Das heißt, bevor zwei Wochen... Das Ladenpreview nennt sich das dann. Genau, Ladenpreview, danke. Das heißt, die schicken dann zwei Wochen oder wann auch immer vor dem eigentlichen Release, bekommen jeder Laden dann irgendwie ein Exemplar, wo man es manchmal auslegen kann, um das Interesse zu wecken, damit die Leute, die im Laden sitzen, sagen, hey, ja, cool, kann ich schon mal reingucken und dann kann man das direkt bei ihm bestellen. Ja. Mhm. Weil natürlich auch, ich vermute ich mal, auch bei Ulysses natürlich dieses Problembewusstsein da ist, man muss halt irgendwie damit klarkommen, aber man kann halt deswegen nicht auf Crowdfundings verzichten, weil das eben das Grundproblem nicht löst. Also das Grundproblem ist nicht der Einzelhändler, das Grundproblem sind die großen Online-Händler, also die großen internationalen, weil da kannst du nichts ändern. Aber ist das das Grundproblem oder ist das unser Grundproblem nicht eigentlich, dass die Auflagen generell zu niedrig sind, also dass wir zu wenig Leute erreichen? Weil wenn ich genug Leute erreichen würde, dann ist es ja egal, ob ich dann auch an Amazon... Ob es egal ist, weiß ich nicht. Natürlich wäre es wünschenswert. Ja, es wäre cool, wenn die schwarze Katze 10.000 Mal verkauft wird. Aber das wird es nicht. Und als Faustregel, oder sagen wir mal so, wenn man ein Regelbuch rausbringt in Deutschland, und das ist eben ein Grundregelwerk und es ist nicht DSA, es ist nicht D&D, es ist also keiner der Großen, sondern man hat was Neues und man verkauft davon, ich sag mal, 1.000 Stück. Und 1.000 Stück ist auf einem im Verlagsmarkt an sich, also außerhalb von Rollenspielen, Peanuts. Da stehen viele Verlage nicht für auf. Außer wirklich so Special Interest Sachen. Aber so der Massenmarkt ist eine Auflage von 1.000 nicht viel. Und wenn man von einem nicht zu den großen gehörenden Rollenspielen 1.000 Stück verkauft, ist das ein Grund, den Shampoos rauszuholen. Das ist ein unglaublich großer Erfolg. Und so viele gibt es auch nicht in Deutschland, die 1.000 plus an Regelwerken verkaufen. Und natürlich wäre es super, wenn man das ändern könnte, aber wenn jemand weiß, wie es geht, da würde ich gerne melden. Es ist ja nicht so, als wenn die Verlage nicht genau das auch im Hinterkopf haben. Natürlich will jeder mehr Kunden und jeder möchte, auch ich als Autor will, dass mehr Leute meine Bücher lesen. Jetzt nicht, weil ich, ja, wäre auch toll, wenn ich für mehr Geld bekäme, aber einfach, weil ich gerne gelesen werden möchte. Wie will man es denn machen? Da sind wir wieder beim Thema Marketing und Sichtbarkeit. Ja, und Crowdfunding ist eben ein Mittel der Sichtbarkeit. Also auch das wieder, diese Problematik versucht man eben damit auch anzugehen. Nicht als einziges Mittel, aber durchaus auch als Mittel. Ja, also ich muss sagen, ich versuche mir gerade zu überlegen, ob es noch was anderes gibt, aber es ist außer, du brauchst halt viel Geld, damit du die Werbung machen kannst, breiten Massenwerbung. Aber da musst du mal 100.000 Euro in die Hand nehmen oder 50. Ja, und selbst das ist eine Summe, die verpufft. Ja. Weil. Gerade wenn du eine Außenwerbung machst, dann. Das sowieso. Also reine Flächenwerbung, also wirklich irgendwie, keine Ahnung, Fernsehen oder Plakate oder irgendwie so Quatsch, das ist Geldverbrennung. Also das ist ja wirklich reine Streuwirkung. Man müsste schon, und das ist eben das Problem, weil man Rollenspieler so schlecht ansprechen kann, gezielt. Klar, es gibt Convention und sowas, aber seien wir ehrlich, auf Conventions gehen ein unglaublich kleiner Prozentsatz der Rollenspieler. Das sind coole Leute. Und die haben das Zeug eh schon gekauft. Ja, das sind coole Leute, die sind hoch engagiert teilweise, aber es ist halt nicht die Masse. Es sind halt nicht die vielen. Und wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt irgendwie die Anzahl der Rollenspieler, also aktiv kaufenden Rollenspieler, um das mal so zu formulieren, irgendwie ver-x-fachen, klar, will ich auch.
Also will ich sogar unabhängig von den Verlagen, ja, will ich sogar unabhängig als nicht mal als Autor, sondern als Rollenspieler möchte ich das natürlich. Ich würde mich freuen, wenn unser Hobby viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekäme. Und ich versuche es auch auf meinem Bereich mit Rollenspielseminaren in der Hochschule, mit einer Rollenspiel-AG, mit anderen Veranstaltungen, die ich hier vor Ort ab und an mal mache. Aber das ist halt Peanuts, ja. Also das ist, ja, man macht's halt. Moment, ich muss. Ich glaube tatsächlich, einer der stärksten, der stärksten Vermehrungseffekte oder der Werbeeffekte in den letzten, ich sag mal, 3-4 Jahren ist tatsächlich Rocket Beans. Ich habe was beobachtet bei meinen Studenten, das sind ja alles deutlich jüngere Leute, und auch bei verschiedenen Facebook-Gruppen und so, und das hat einen unglaublich starken Impact. Ja, also Leute beschweren sich immer, es wäre so schlechtes Rollenspiel, was sie da machen, das interessiert mich aber nicht. Das muss unterhalten. Das muss ein Nicht-Rollenspieler muss sagen, das klingt witzig, das will ich auch. Ja, ja. Und das ist deswegen interessant, weil diese deutlich jüngere Generation, die sind dann nur 20, 25, dadurch lernt, sich selber Rollenspiele zu machen. Weil sie halt sehen, dass die Spielleiter bei Rocket Beans ihre eigenen Systeme bauen und das teilweise auch on-air machen, eben da war ich ja da mit dabei. Und daher auch so diese Idee haben, ich baue mir mein eigenes Rollenspiel, was irgendwo echt cool ist. Ja, natürlich kommt da viel cooles Zeug bei rum, wie das nun mal so ist ganz am Anfang, wenn man jung ist und einfach mal irgendwas zusammenlötet. Aber ist ja nicht schlimm, solange es Spaß macht. Und ich finde das sehr schön, dass es eben nicht einfach nur konsumiert wird. Ja, ich kaufe mir was und ich kaufe mir noch ein Kaufabenteuer dazu und los geht's. Sondern ich baue mir das selber. Und ich baue mir nicht nur das Abenteuer selber, sondern ich baue mir das System selber. Mhm. Und das ist für mich als Game Designer natürlich eine super Sache, dass Leute sich mit sowas beschäftigen. Für dich als Game Designer ja, aber ist es nicht schlecht für unsere bestehenden Rollen zu spielen? Landschaft nicht. Die Landschaft wird ja dadurch natürlich bereichert, aber ich sag mal, die bestehenden Rollenspielsysteme profitieren davon ja nicht. Ja, also, erstmal nicht, aber ich gehe davon aus, dass wenn man sich damit beschäftigt und selber was ausprobiert hat und dann sieht man so ein Vollfarbe-Hochglanz-Ding, ja, jetzt unabhängig vom System, da gibt es halt verschiedene Kandidaten und stellt fest, okay, das ist auch ganz cool, ja, dann landet man da früher, später trotzdem. Und ich muss ja auch nicht, also ich bin in der glücklichen Situation, nicht alles kommerziell sehen zu müssen. Von daher ist es, also selbst wenn es nicht alle machen, sondern ihr eigen zusammengebautes und sich darüber unterhalten und diskutieren, wie man Regeln am besten baut und sowas. Klar, warum nicht? Finde ich super. Ja, also selbst das sehe ich nicht als Problem an. Und viele Leute werden halt auch feststellen, oh, ist so ganz viel Arbeit. Ja, also ein gutes System aufzubauen ist halt schon nicht einfach. Ach, schon allein das Würfelsystem, was du da brauchst, je nachdem, also eben das Stochastik. Würfel und welche, ja. Wie viele Seiten die haben. Ja, gut. Das ergibt sich meistens aus dem, was man halt da so rumliegen hat. Aber die Stochastik dahinter, die Wahrscheinlichkeiten, dass das Balancing funktioniert, dass alles zusammenklappt, dass auch, dass man bestimmte Wachstumskurve hat, dass man den Stil überhaupt unterstützt, den man spielen möchte und so weiter. Da kommt ja einiges zusammen bei der Rollenspielentwicklung, sage ich mal. Und das ist natürlich was man jetzt als Laie versuchen kann, vielleicht feststellt, so Trial-and-Error-mäßig, es klappt vielleicht nicht so gut. Und dann vielleicht doch entweder sich weiterentwickelt selber, was cool ist, freut mich natürlich, wenn man da so ein bisschen sich reinfuchst. Oder halt irgendwann sagt, ach komm, ich habe ja was gefunden, heißt die schwarze Katze, geht um Katzen irgendwie in so einem Fantasy-Ding, komm, lass uns das mal spielen. Die Regeln sehen witzig aus. Oh. Schwere ich mich ja nicht. Ja, alles klar. Ja, dann nimmt man meist dann aber die Schnellstarter, ne? Ich glaube, die sind sehr gut für sowas. Weiß ich, oder? Nicht genau, kenne ich da. Ich kenne weder die Zahlen noch die Wirkung. Ich habe manchmal den Verdacht, ich weiß, also ich kann es nicht sagen.
Ich weiß auch nicht, wie da die Anwendung ist. Ich habe manchmal so die Vermutung, dass Schnellstarter eher so von Leuten verwendet werden, die sowieso schon Rollenspieler sind und mal gucken, also entweder mal zu gucken, was ist das überhaupt, ja, was läuft da so, oder als Forderung, weil sie glauben, das würde neue Rollenspieler generieren. Also quasi so ein Zirkelschluss sozusagen. Ja. Aber ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Also das ist eine interessante Frage. Wie viel holt man ab? Oder was ist, nehme ich dann lieber was mit den Einsteigerboxen? Weil bei ist ähnlich. Vielen Systemen gibt es ja sogar. DSA bringt jetzt dieses Jahr auch eins raus. Ja. Womit? Ich habe da einmal reingeschaut, als es beim Verlag Teil war. Also da waren die Box da, also der Inhalt noch nicht. Sah aber schon nett aus. Find ich von der Grundidee her. Das ist halt sowas, was schenke ich meinem Neffen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand, der wirklich sagt, ich möchte gerne Rollenspiel. Ich habe das mal gesehen bei Splitsmeet, Rocket Beans, sonst irgendwas, oder ein Kumpel hat mir davon erzählt, ich will das jetzt auch spielen, ob der sich eine Einsteigerbox kauft. Oder ob der sagt, oh ja, das Grundregelwerk kostet genauso viel oder was ich 10 Euro mehr, aber damit kann ich dann auch richtig spielen, also so richtig, richtig. Nehme ich lieber das. Weiß ich nicht. Bin ich zu alt für, um das abschätzen zu können. Das könntest du doch mal als wissenschaftliche Studie über die Uni machen, oder? Ja, stimmt. Ich könnte so viel. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil dann müsste man halt auch schon entsprechende Kunden befragen und so weiter und so fort. Und ob das jetzt so lohnend ist, da eine Quintessenz, die man da rausholen kann, weiß ich jetzt nicht. Also, das ist eine Frage, die mich jetzt mal persönlich auch brennend interessiert, weil wenn die ganzen Schnellstarter eigentlich nur die Leute benutzen, die eh das Grundregelwerk kaufen würden, dann kann man sich diesen Aufwand, und das ist ja auch also nicht nur Manpower, das zu entwickeln, zu schreiben, zu layouten, zu drucken, etc. Also ganz einfach nur das Geld könnte man sich ja dann sparen und andere Sachen mitmachen. Wir können es doch mal so machen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute diesen Podcast hören, aber wer von den Zuhörern über einen Schnellstarter oder über eine, wie nennt man das dann, Einsteigerbox ins Hobby gekommen ist, kann er einfach mal drunter kommentieren. Vielleicht finden wir ja welche, die es gemacht haben. Ich schreibe das gleich auf, dass ich die Frage auch in den Post reinlache. Postfrage. Wer ist über ein Schnellstarter oder eine... sag irgendwas, während ich schreibe. Ich soll was... aber mir fällt gerade überhaupt nichts Schlaues ein. Von daher lasse ich dich einfach schreiben und fülle es mit einem peinlichen Gefasel. Also, ich habe geschrieben. Sehr schön. Bist du noch da? Ich bin da, ja. Okay. Hab natürlich gequatscht. Habe aber mein Mikrofon vergessen anzumachen, mit dem ich gehustet habe. Ah, sehr klug. Ja, deswegen. Okay, also ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was ihr gesagt habt. Ja, es ist interessant. Ich hoffe, viele sagen Bescheid. Ich mache hier mal jetzt mal so ein Timeline, dass ich das auch rausschneide. Davor. Okay. Ich glaube, über Crowdfunding, ich dachte am Anfang, wir sprechen bestimmt Stunden und Jahre über Crowdfunding. Aber so im Endeffekt kann man sagen, es ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Es läuft, es funktioniert und es wird uns erhalten bleiben, bis irgendwas anderes Neues kommt. Ja, abstrakt gesehen ja. Also in der Anwendung ist es nicht so einfach. Also sagen wir mal, so ein bisschen gutes Crowdfunding ist nicht so einfach. Es ist echt Arbeit. Also nicht nur während des Crowdfundings, auch deutlich davor, ist ein enormer Planungsaufwand. Mit Absprachen, immer allein die Seite zu gestalten mit entsprechenden Illustrationen, da müssen Videos gemacht werden, die vernünftig aussehen müssen. Also so ein klassischer
Crowdfunding-Knieschuss zum Beispiel, was man halt eigentlich nicht machen sollte, ist, der Entwickler sitzt vor seiner Buchwand oder am besten vor einer grauen Wand und erzählt dann in die Kamera rein 30 Minuten lang, warum er das gemacht hat und worum es geht und wie die Elfenvölker alle heißen und wie die Regeln funktionieren. Hm. Kann man machen, sieht aber kacke aus. Und ja, ist halt so. Das Leute zieht die, also es gibt sicherlich eine Handvoll Leute, die das interessant finden, aber die meisten Leute sind davon abgeschreckt. Es gibt sowas, was auch sehr üblich ist, was manche Leute so ein bisschen irritiert, ist das erste Planziel. Also normalerweise hat man ja eine Finanzierungssumme von, was ich, X. Ich gucke halt mal, bei Die Schwarze Katze waren das, glaube ich, 10.000 Euro. Natürlich bekommt man so ein Produkt nicht für 10.000 Euro, das ist Quatsch. Ja, also es kostet ja Geld. Also ich koste Geld, ja, völlig überraschend. Also auch ich möchte ein bisschen Geld haben dafür, dass ich 240 Seiten vollschreibe und die Illustratoren wollen Geld und die Layouter und die Lektoren und die der Druck sowieso und das sind von den Fixkosten mal ganz zu schweigen. Das kriegt man nicht für 10.000. Aber es wird bei fast allen Crowdfundings so gehandhabt, dass man eine sehr niedrige Summe einsetzt, weil die Leute ungerne Crowdfundings unterstützen, die nicht schon laufen. Also wo man nicht sicher ist, ob man was bekommt. Also jetzt nicht, weil der Verlag kacke ist und nicht liefert, sondern weil die Summe noch nicht voll ist. Und ich habe einen Bekannten eines Bekannten, ja, die haben ein Brettspiel rausgebracht für ein wie nennt man das, Lizenzprodukt für ein Computerspiel. Sehr aufwendig gemacht, mit 3D-Druck und allem drum und dran und wollten das über Crowdfunding finanzieren und die hatten, glaube ich, irgendwie eine Finanzierungssumme von, ich weiß nicht, 50.000 oder irgendwie sowas. Die hatten das durchkalkuliert, haben gesagt, okay, ab 50.000 macht das Sinn. Und die haben richtig den Arsch voll bekommen. Also, weil die Leute nicht nachvollziehen konnten, warum das so teuer ist, weil doch alle anderen sind doch so billig. Ja, warum sind die auf einmal so teuer? Das wäre Beutelschneiderei und sowas, was einfach Quatsch ist. Die haben halt, so traurig das sein mag, den Fehler gemacht, das wirklich durchzukalkulieren, zu sagen, ja, läuft so. Ja. Das ist natürlich, eigentlich ist es bizarr, wenn man drüber nachdenkt, aber so läuft es halt. Genauso würde man ein Rollenspiel tatsächlich so machen, wie der ursprüngliche Gedanke war, des Crowdfundings. Man macht also ein realistisches Finanzierungsziel und man sagt, okay, ich fange damit an, nachdem das Crowdfunding durch ist, nachdem ihr das finanziert habt. Also meine Arbeit und meine Fixkosten und meine Miete und was auch immer, was ich dafür brauche, um es zu machen, nachdem ihr das bezahlt habt, fange ich an. Jetzt kann ich sagen, ich habe für Die Schwarze Katze 3 Jahre gebraucht. Du glaubst doch nicht, dass heutzutage noch jemand bereit ist oder noch sehr, sagen wir so, viele bereit sind, 3 Jahre auf so ein Produkt zu warten. Die stehen dir nach einem halben Jahr auf der Matte. Was nachvollziehbar ist irgendwo, weil man will ja für sein Geld was haben. Und natürlich kommt irgendwann, entweder man vergisst das ist so der klassische Weg. Man hat ja, dass man vor 2 Jahren mal irgendwo 40 Euro hingesteckt hat. Oder man ist ärgerlich, weil da kommt halt nichts. Und da ist der Verdacht natürlich nahe, dass überhaupt nichts kommen wird. Dass man also über den Tisch gezogen wurde. Ja. Aber das heißt ja, dass ein Teil der Grundidee des Crowdfundings sozusagen sich selber überlebt hat. Ja. Ich so. Das ist so. Ich seh gerade die Parallele zum Beispiel Nachrichten im Internet. Ja, die gibt es überall kostenlos. Warum soll ich irgendwo dafür Geld zahlen? Ja, und irgendwann sehen die, und am besten noch mache ich noch Adblocker an. Und dann wundere ich mich, warum die immer schlechter werden. Genau. Ja. Wobei das jetzt sehr, sehr zivilisationskritisch ist. Ich finde das auch nicht problematisch. Also es ist halt etwas, woran Leute sich gewöhnen und die möchten das gerne so haben. Es ist genauso wie Onlinehandel etc. Leute bei Amazon bestellen. Wer bin ich denn, dass ich denen jetzt irgendwelche Vorhaltungen mache? Klar, aus meiner Sicht vielleicht ist es vielleicht blöd, aber aus ihrer Sicht ist es nachvollziehbar, weil es ist halt praktisch und es ist halt cool. Und natürlich möchte ich gerne mein Produkt in einem halben Jahr spätestens haben und nicht in 3. Ja, vielleicht habe ich in 3 Jahren überhaupt keinen Bock mehr darauf. Vielleicht habe ich in 3 Jahren 3 Kinder und 5 Hunde und habe andere Probleme, als ein Rollenspiel zu spielen.
Na. Das, also es geht jetzt nicht nur darum, dass Leute einfach unzufrieden sind, weil sie Möckerkoppel sind, sondern weil die ja, was ich in 3 Jahren mache. Ja, also ich kann doch nicht vorplanen, ob ich in 3 Jahren dieses Spiel noch spielen will, weil ich es jetzt cool finde. Ja, und von daher aus Sicht des Kunden macht das schon durchaus Sinn. Ja, aber ist dann nicht die Alternative die Vorbestelleraktion? Wie jetzt zum Beispiel bei Breath and Glory. Ja, das läuft ja nicht über Crowdfunding, sondern über eine Vorbestelleraktion. Ja, das hat irgendwelche Gründe, die irgendwie also, dass die das nicht crowdfunden, das kann ich mir schon erklären, weil Games Workshop sagt, nein, weil dann glauben die Leute ja, man hat nichts. Aber so, ja, ist das nicht eine, ich weiß nicht, ob ich fairere Alternative sage. Also ich will jetzt auch nicht hier rüberkommen, als ob ich sage, Crowdfunding ist überall scheiße, aber ja, man will nicht aber. Ich glaube, der Vorteil bei Crowdfunding ist, dass, wenn es wirklich gut läuft, man halt noch zusätzliche Produkte zuschießen kann. Bei der Vorstelleraktion ist ja von vornherein klar, das gibt es Punkt. Soweit ich es weiß. Ja gut, aber ich könnte ja trotzdem die gleichen, die Zusatzprodukte sagen, wie zum Beispiel, wer war das? Ich glaube, System Matters. Die haben auch Vorbestelleraktionen damals für Dungeon World gemacht und haben gesagt, ab so und so viel gibt es noch das Zusatzprodukt oder jeder kriegt einen zusätzlichen Aufkleber. Gut, das kann ich ja auch machen. Ja gut, ab dann ist halt irgendwo ein Punkt erreicht, wo es, glaube ich, eher eine akademische Diskussion ist, wie man das Kind nennen möchte. Ja gut. Es sind starke, ich glaube, der Unterschied ist, es für eine eine Vorbestelleraktion fühlt sich im ersten Moment fairer an, weil das ja auf jeden Fall kommt. Beim Crowdfunding, auch wenn es jetzt eine große Firma ist, gebe ich ja praktisch den Vertrauensvorschuss an die Firma, an den Hersteller. Ich glaube, dieses Gefühl kommt auch daher, weil es Verlage gibt, die das versaubeutelt haben. Wo es halt, also ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil ich ungern Kollegenschelte betreibe, aber es kommt halt vor, sowohl im deutschen als auch im internationalen Bereich, dass es halt dann kleinere wie größere Verlage gibt, die es verkacken. Ja, bei denen es halt nicht klappt, wo dann die Sachen gar nicht kommen oder irgendwas kommt, was man gar nicht bestellt hat oder irgendwie sowas. Und sowas zerstört Vertrauen. Ja, auch gegenüber Leuten, die dafür gar nichts können. Ja, die mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Ja, weil halt dann dieser Begriff Crowdfunding dadurch belastet wird. Aber gerade bei Ulysses wüsste ich jetzt keinen Fall, wo das irgendwie problematisch wäre. Und gerade auch bei der Schwarzen Katze. Also es ist tatsächlich so, dass einige Sachen von die hier sowas ist, das ist Bestiarium, da bin ich gerade dran. Ja, das existiert also physisch noch nicht, aber das wird sein. Ja, das ist quasi wie so eine Termingeschäftsschweinehälfte. Ja, die ist noch nicht da, aber die wird da sein, wenn es soweit ist. Wobei das auch bei einer Vorbestelleraktion genauso sein kann. Ich bestelle irgendwas vor und bekomme das dann in 4 Monaten geliefert, dann ist es bei der da, wo ich es vorbestelle, auch noch nicht da. Also von daher, also ich kenne jetzt tatsächlich den juristischen, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen juristischen Unterschied gibt zwischen Vorbestelleraktion und Crowdfunding. Ja, also das ist halt, also da wird es da gerade bei solchen Sachen dann auch einfach. Ja, es gibt einen Unterschied. Der Vorbesteller ist ja, du gibst ja schon praktisch einen Kaufvertrag ein. Beim Crowdfunding kaufst du ja nichts, sondern du finanzierst ein Produkt und bekommst dann als Belohnung das Produkt. Zu sagen. Ich weiß nicht, ob das nach deutschem Recht der Fall ist. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Also ich werde jetzt keine Rechtsberatung machen, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Aber soweit ich weiß, ist das schon relativ konkret, was du machst. Das heißt, du kannst auch dann Geld zum Beispiel zurückfordern, wenn es nicht kommt. Kannst du? Ich glaube, das ist nämlich eigentlich der Unterschied. Soweit, also meine Meinung, das von dem, was ich weiß, ist Crowdfunding, hast du keinen Anspruch auf die Belohnung. Bei der Vorbestelleraktion hast du einen Anspruch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es doch durchaus, also du kannst, also das ist halt wie bei allen Sachen. Also ich glaube, das ist kein großer Unterschied rechtlich. Du kannst durchaus sagen, wenn du mir den Kram nicht lieferst, will ich mein Geld zurück. Ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn das nach deutschem Recht anders wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben beide keine Ahnung davon.
Ja, von daher ist das, so grade, sehr, nee. Ist das so ein bisschen Nebelstochern. Da müsste dann schon ein Jurist das mal auseinanderfummeln. Das ist mit Sicherheit auch schon mal irgendwo gemacht worden. Aber das ist halt eher so ein gefühltes Risiko, glaube ich. Das ist nicht wirklich real. Zumindest ja. Bei, ich sag mal, bei die schwarze Katze, glaube ich, muss man sich da keine großen Sorgen machen. Also selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Treppe runterfalle, ja, wird sich mit Sicherheit jemand finden, der basierend auf dem, was ich bisher geschrieben habe, den Rest fertig bekommt. Ja, wahrscheinlich. Ob es denn genauso gut ist? Hm. Oder besser? Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Ja, das stimmt, ja. Okay, ich schaue jetzt gerade mal nebenbei. Ich habe nämlich irgendwas gefunden. 20.000 warten noch. Naja, wir liefern es nach, wenn ich was finde. Ich schreibe es mir auch gleich mal auf. Crowdfunding Geld zurück. Ja. Okay. Möchtest du noch etwas sagen? Haben wir noch was vergessen? Also wir haben bestimmt wieder viel vergessen. Ich möchte mir auch noch mal vorab schon mal entschuldigen, dass ich zwischendurch irgendwie verwirrt war und noch mal die gleichen Fragen gestellt habe. Ist ja nicht alle tragisch. Ich überlege gerade. Tja, jetzt ist er gestorben am anderen Ende. Er sagt nichts mehr. Wer, ich? Ja. Okay, hörst du mich wieder, ja? Nein, du bist da, du hast noch nichts mehr gesagt. Deswegen. Ach so, ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, was bei der Antwort. Was man noch machen könnte. Okay, was ich sagen kann, ist, ich hatte eigentlich gedacht, ich habe da mehr Fragen, aber die meisten waren irgendwie schnell beantwortet. Und das hat mich jetzt selber überrascht, bin ich mal ganz ehrlich. Ich dachte, dass dieses ganze Crowdfunding viel kontroverser ist. Dabei ist es inzwischen, gehört es einfach dazu. Es ist, glaube ich, in einem gewissen Rahmen immer noch kontrovers bei Leuten, die es halt nicht mögen. Und wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass das nicht jeder cool findet. Ich kann auch nachvollziehen, dass es nicht jeder mitmacht. Es ist ja nur so, dass, also was ich finde, ich reite jetzt auf der schwarzen Katze rum, nicht nur, weil ich es gemacht habe, sondern weil es auch ein Beispiel ist, wo ich einfach Ahnung von habe. Es ist ja eben so, dass so die grundlegenden Produkte kriege ich ja auch so. Also die muss ich ja nicht crowdfunden. Also wenn ich damit mitmachen will, aber den Kram spielen will, dann kaufe ich es halt später so. Also das Regelwerk, da bin ich mir ja nicht ziemlich sicher, wird es auch ganz regulär im Handel geben. Man wird vielleicht nicht alle lustigen Goodies dazu bekommen. Ja, aber also die ganzen Giveaways und ich habe keine Ahnung, was die da alles für lustige, wunderschöne Dinge fabriziert haben. So die grundlegenden Sachen, das zum Spielen werden da sein. Wenn man aber jetzt sagt, ich will aber alles haben, weil ich, keine Ahnung, Sammler bin oder totaler Katzenfan oder beides, ja, dann ist das halt der Weg der Wahl, sage ich mal. Aber wie gesagt, wenn ich das einfach nur spielen will, muss ich das ja nicht. Dann kann ich einfach nachher in den Laden gehen oder von mir sogar bei Amazon bestellen und dann kriege ich das, wenn gut ist. Oh. Ich denke, das ist ein guter Abschlusswort, ein guter Abschlusssatz. Vielleicht, also wobei, also quasi als finaler Abschlusssatz natürlich, spielt Rollenspiele. Ja, je mehr, desto besser. Und sucht euch Leute, die noch nicht Rollenspiele gespielt haben und spielt mit denen und zeigt ihnen, wie toll das ist. Ja, geht in die Welt hinaus. Unter dem Dach der Kirche des Rollenspiels ist Platz für jeden. Das ist, glaube ich, eine viel wichtigere Botschaft, als ob man bei Crowdfundings mitmacht oder nicht. Das stimmt. Ich stelle mir dich jetzt gerade als Rollenspielpapst irgendwo mit so einer langen Kutte und diesen Rollenspiel, wie heißen diese Dinger, die so über die Schulter nach vorne ausrollen? Ja, ich weiß es nicht. An so einer Kanzel oben. Ich wusste, Pallas, nee, Quatsch. Ich wusste mal, wie das Ding heißt. Ja, Studium. Genau, also diese Dinger halt, was so schön aussieht. Die sind auch aus diesen Totenkränzen, weißt du? Mhm. Diese Dinger. Ja. So habe ich hier gerade diese Vision. Ich sehe das und, eher so, einer von diesen verrückten Leuten, mit dem das Ende ist nahe Schildern, die irgendwo auf einer orangen Kiste stehen, irgendwo in der Innenstadt und Leute anschreien. Das kann auch sein. Was mir noch, was ich noch, gab noch, fünfter Satz, Nachsatz, was wir vorhin einfach, wo wir mit Rocket Beats gesprochen haben, das heißt doch eigentlich, dass das eigentlich die beste Werbemöglichkeit, ja, Influencer-Werbung, oder?
haut man da nicht seine neue Zielgruppe raus? Ja, kostet halt, ne? Also auch die Rocket Beans machen das ja nicht umsonst. Das ist auch das nichts Schlechtes. Die leben halt davon, was ich cool finde, dass es überhaupt geht. Und man kann natürlich sagen, hier spielt mein Spiel. Das machen auch Firmen. Das machen, geht ja durchaus. Die haben ja auch dieses Almost Playly und sowas, wo sie alle möglichen Spiele spielen. Und teilweise kann man halt sagen, ich möchte, dass ihr das spielt. Das kostet dann Summe X. Ja, aber dann gucke ich mir an, wie viele von den die Schwarze Katze Büchern verkaufe ich. Hm. Wie viel kostet das? Und dann überschlage ich das pro Buch und stelle fest, nee. Das wird sich vermutlich nicht lohnen. Aber allein, dass sie Rollenspiele spielen und dass eine Zielgruppe haben, die das cool findet und das machen möchte, da ist mir völlig egal, was für ein Rollenspiel. Also natürlich würde ich mich freuen, wenn die sich Schwarze Katze spielen würden, werden sie aber vermutlich nicht machen. Weil die Schwarze Katze für deren Konzept des fernsehtauglichen Spiels nicht so geeignet ist, weil die natürlich sehr, sehr einfache Regeln brauchen, also wirklich sehr simple Sachen, die viel Möglichkeiten haben, dass man on the fly dann rumwurschtelt. Ja, das ist natürlich jetzt bei einem professionellen Produkt jetzt eher nicht so üblich. Aber dass sie überhaupt Interesse wecken und das in einem unglaublich großen Maßstab für Rollenspielverhältnisse, bin ich denen zutiefst zu Dank verpflichtet. Und habe mich deshalb auch besonders gefreut, dass ich da mal ein bisschen mitmischen durfte in einem kleinen Rahmen und hoffe, dass es da auch weitergeht. Ja. Wir hoffen und wir wünschen allen, die das tun, viel Glück und vor allem jedem viel Spaß beim Rollenspiel. Habt einfach Spaß, egal mit was. Und traget das Wort des Rollenspiels in die Welt hinaus und bekehrt. Na, bekehren nicht, aber naja, vielleicht doch. Also, Jens, ich danke dir recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ist auch meine Freude. Ich danke allen für das Zuhören und entschuldige mich nochmal, weil ich glaube, ich bin heute nicht gut drauf gewesen. Aber ich würde sagen, Jens hat das sehr gut, wunderbar so gelöst. Danke. Und dann, ciao. Ciao, ciao. So, wir haben jetzt nochmal nachgeschaut, und zwar die Statistiken vom Buchhandel und Amazon. Jens. Ja. Wir haben ein paar Zahlen durcheinander geworfen, fürchte ich. Laut dem deutschen Buchhandel ist es wohl so, dass der Onlinehandel etwa 20% ausmacht, des gesamtdeutschen Buchhandels sozusagen, nicht 50. Das ist deswegen verwirrend, weil Amazon irgendwie zwischen 50% und 80%, man weiß es nicht so hundertprozentig, des Onlinehandels unter sich hat. Das heißt, wenn ich online Bücher verkaufen möchte, komme ich an Amazon nicht vorbei. So rum ist es richtiger. Ja, beziehungsweise so rum ist es richtig. Wir haben da vorhin was durcheinander geworfen. Genau. Ja, aber damit es richtig ist und damit wir nicht Verwirrung stiften oder Unsinn verbreiten, das ist ja so das Worst-Case-Szenario im Online-Medium, dass wir irgendwie Fake News quasi aus Versehen produzieren. Ja, so sieht es tatsächlich aus. Genau, und die meisten sind, ich glaube 40%, was hast du gesagt, sind der Sortimentsbuchhändler. Genau, 47% sind stationärer Buchhandel. Das sind die Zahlen von 2017, hast du gesagt, ne? Ganz genau. Genau. Okay, das war's dann auch schon. Danke für die Aufmerksamkeit. Und falls uns noch irgendwas einfällt, dann machen wir einfach noch einen dritten Take hinten dran. Bis dann, ciao.